Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu, wie heißt das Ding nochmal? Shapeshifter Formations. Und ist auch gar nicht so, dass Smart jetzt gerade vergessen hat, eine Antwort zu machen oder so und das jetzt so spontan passiert. Nein, alles ist alles geplant, alles getaktet, richtig professionell, genauso wie ich es auch machen würde. Also ihr hört's mit Grinovero und rein da! Okay, ich bin mal sehr gespannt jetzt mit der Schrotflinte. Die Schrot sieht lustig aus. Ja, halt, ne? Gucken wir mal. Natürlich jetzt nicht mehr so eine. Natürlich nicht mehr so viel Attack Speed jetzt. Aber dafür kann ich den hier. Wow. Bombe! Gut, das Knallen ist Unverwundbarkeit hier, ne? Und Crit 100%. Ja, genau. Crit 100% und unverwundbar. So lange wie es läuft. Deswegen die Duration-Dinger sind eigentlich sogar ganz nice. Aber, ja, gucken wir mal. Bin gespannt, wie die Schrotflinte ist. Bis jetzt habe ich noch nicht den. Das würde mich mal interessieren bei Extra Shot Chance. Fliegen dann zwei Salven oder fliegt dann einfach nur ein zusätzliches Projektil? Da muss ich mal drauf achten. Wir haben ja 10%, also irgendwann muss das ja mal triggern in der Theorie. Zwei Salven mit einer Shotgun wäre natürlich böse. Ja, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Hat kein Piercing, oder? Hat die Piercing auch noch? Die Shotgun, nein, die hat kein Piercing. Da wird er wahrscheinlich dann langsam auch ein bisschen, obwohl es gibt bestimmt Upgrades, die dir Piercing geben, aber haben wir noch nicht frei, die habe ich ja bei mir auch noch nicht, also von daher. Die sind bestimmt ganz, ganz tief irgendwo in irgendeinem Baum. Nein, in dem Baum drin sind sie nicht, sind ja wirklich zum Freischalten. Ich hatte da schon was gesehen, da musste mit der Railgun, glaube ich, den Run gewinnen. Aber ich glaube, dass es trotzdem dann auch ein Legendary-Ding war. Was auch irgendwo verständlich ist. Bin überfordert. Crit, nehme ich Crit? Also nehme ich hier. Denke, wir haben ein gratis Reroll. Ja, die Sachen, es ging mir gerade weniger darum, dass ich Shit, also nur Shit habe. Es ging mir eher darum, dass ich nicht weiß, was ich jetzt eher will. Du hast jetzt gerade die Railgun auch nochmal, ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte die Chain Gun, aber die ist viel zu langsam. Ja, gut, nee, die Chain Gun ist das safe nicht. Nope. Och, das ist wieder alles. Ja, vor allem ich krieg wieder alles. Wer kriegt denn immer die Legendary-Dinger, ne? Du! Am Arsch, deine Mutter! Hat man in der letzten Folge doch gesehen. Ja, genau! Oh doch, ich schieß dann doch doppelt, lul. Glaube ich zumindest, das sah gerade so aus. Also dann 10 Projektile. Ja, die sind so ineinander, deswegen erkennt man das, glaube ich, nicht so richtig, aber es wirkte zumindest so. Das ist dann schon sick. Und das extra Shot auf der Shotgun natürlich broken, beziehungsweise richtig stark. Richtig, richtig ganzer Burst. Ich mache mir eher Sorgen, dass ich an die Bosse jetzt ziemlich nah ran muss. Ja, gut, das ist natürlich ein Nachteil, das stimmt. Nachteil ist noch sehr nett formuliert an der Stelle. Ja, Ability Cooler, nochmal eher damit die Bombe auch häufiger zündet. Patz! Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre! Ja, wunderbar. Bam, Junge, so ein Feuerball. Kennt wahrscheinlich eh keiner mehr da draußen. Na, ich glaube schon, unsere also die Altersgruppe, die mir zuschaut, die kennt das garantiert. Ja, gut, das stimmt. Also, ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, jeder, der über 23 ist, kennt das. Und jeder, der unter 23 ist, wahrscheinlich nicht. Oh, hallo. Er läuft doch mal. Ist zwar wieder nicht auf meinem Profil, aber hey, immerhin. Jetzt da. Geht bei dir aber ab, ey. Jetzt auf jeden Fall Damage am Start. Da carried mich jemand, habe ich gehört. Ja, schauen wir mal. Ich verspreche das noch nicht. Verspreche deiner gar nichts. Jetzt wünsche ich gerade, ich hätte den Sniper. Also den du hast. Mit der Schrotflinte, Alter. Wenn du da ganz da ran bist, dann ist 100% Crit, Alter. Bam, Junge. Und dann ist der Gegner einfach durchsiebt mit Schrot. Oh, warte mal. Och, mein Gott. Antiklimatischer Level up. Holy shit. So, warte mal, ich habe da ja rechts Cooldown, ne? Da steht 23,1 Sekunden. So, wenn ich jetzt das dazu nehme, also du nimmst mal bitte noch nichts. Oh, zu spät. Ah, ne, aber ich habe zwar 50 stehen, aber es ist jetzt nicht nochmal, also es ist nur auf 20 jetzt runtergegangen. Also es skaliert irgendwie anders, auf jeden Fall. Was laberst du eigentlich gerade? Von meiner Fähigkeit, weil wir uns doch gewundert hatten, wie Cooldown Reduction berechnet wird. Also ich hatte eben 80% Cooldown Reduction.
tatsächlich, aber ich hatte immer noch 17 Sekunden für bis der Skill, also bis er ready war. Also irgendwie... Ja, bei mir sind es 20 Sekunden, sieht man halt rechts. Also man sieht ja den Cooldown sogar wirklich angegeben. Gib mir mal Armor, mein Armor ist ziemlich low. 20 Sekunden und 50%. Was war denn der Startwert? Das wäre jetzt spannend gewesen. Das weiß ich gerade nämlich nicht mehr. Da habe ich nämlich nicht drauf aufgepasst. Mir ist gerade erst bewusst geworden, dass man halt die Sekunden da sieht. Und ich bin halt von, also ich habe 20% eben nochmal genommen und bin halt von 23,1 auf 20 runter. Also wie gesagt, es wird keine 1:1 Conversion sein, glaube ich. Nee. Das wäre auch zu stark, das wäre viel zu stark. Da wären halt nochmal 20%, ne? Aber ich glaube, das Armor minus 20%, ey, ich glaube nicht. Ah nee, und nicht hier. Da würde ich ein paar Sachen auch mal für Mord freischalten, damit er actually auch mal Spaß in Runs haben kann. Danke. Weil natürlich die Aktivierungsquote mit der Shotgun jetzt auch überschaubar ist. Scattergun, Verzeihung. What's Scatman? Ein bisschen mehr Ability Damage gebrauchen. Die Bombe knallt nicht stark genug. Gibt bestimmt auch später noch irgendein Upgrade, dass du, wenn du killst, irgendwie, keine Ahnung, 0,5 Sekunden oder sowas auf deiner Ability bekommst. Oh, das wäre ja auch gut, ja. Hier, nochmal 30. Also warte, du hast schon was genommen, ne? Ja. So, aber ich habe ja jetzt 30. So, ich habe ja, wie gesagt, jetzt 20 und dann auf 16,7 jetzt, okay? Aber alle 16 Sekunden so eine Bombe zünden, ist aber auch nicht schlecht. Ja. Fühle ich jetzt schon, so ist ja nicht, ey. Frage ist, wie weit ich das noch senken kann. Aber wenn du mal so rechnest, von 20 Sekunden wären 10% 2 Sekunden, richtig? Ja gut, aber das ist ja eigentlich nicht, ja genau richtig. Ja, aber genau. Das ist ja wie gesagt nicht der Basewert. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es zieht nicht vom Basewert, also... Ja, genau. Ich glaube auch, es zieht halt wirklich immer von dem neuen Wert ab. Weil, warte mal, da hast du schon wieder genommen? Boah. Also du gehst... Es ist aber auch echt schwierig, mit dir irgendwie mal was rauszufinden, ne? So, also, wir haben ja jetzt 16,7. So, ich würde jetzt theoretisch 20% bekommen. 1% wären ja, 10% wären 1,67 Sekunden, also 1,5 vereinfacht gesagt. So, das heißt, es würde, wenn es von dem neuen Wert ausgeht, ja jetzt theoretisch 3 Sekunden runtergehen nochmal. Theoretisch. Ja. Ist aber nur 1,7. Also dementsprechend ungefähr der halbe Wert. Bitte? Trotzdem spielst du hier Bomberman. Ja, ich hab Bock auf Bomberman. Zack, 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 zack. Schade. Na, was hat er denn gegen mich? Autsch. Okay, also das hier könnte jetzt, es könnte ein bisschen räudig werden mit der Schrotflinte, muss ich gestehen. Da ist der Boss einfach ein bisschen beschissen zu. Aber welcher Boss ist denn dafür gut? Lange ist okay, also alle, die auf dem Boden bleiben, sind okay. Alter, was hat der denn gegen mich? Das ist jetzt ein scheiß Ernst. Muss halt jedes Mal wieder rangehen, ey. Aber da... Wow, also dein Damage ist schon krass. Ja gut, aber dafür kann ich halt auch nicht permanent treffen. Dann bin ich auch schon wieder fast tot. Du brauchst die Heal, Junge. Da hättest du wieder sterben müssen. Ja, das wollte ich eigentlich, aber dann war er tot. Ah. Okay. Overcharge. It is. Die Bombe muss, der Knarre muss zünden. 13,6. Okay, so, warte mal. Nee, das möchte ich nicht. Das brauche ich unbedingt. Hell's. Gib es mir. Nehmen. Hab ich schon. Ability Damage ist halt auch geil für die Bombe. Ja, wird genommen. Ich rerolle. Noch mehr Hells. Joink. Hit. Wie viel Crit-Chance habe ich denn eigentlich? 14, fast 19. Will ich nicht. Ich rolle. Rerolle. Ich. Hallo? Hast du kein Geld mehr? Hä? Hey, achso, du bist links. Oh mein Gott, du hast ja recht. Ja. Ist ja okay. Sorry. Ja. Shut up. Hier, on hit. Ja, warte mal. Ich nehme, glaube ich, das Sicherheitshalber auch nochmal mit. Und dann nehme ich das da und jetzt bin ich eh arm. Oh mein Gott. Warum kommst du jetzt, du dummer Wichser? Hast du dich? Ja, gut. Alter, ich hab 15 AP. Warte, ich kann mir nochmal... Hier, für dich. Naja,
Also, nehme ich, aber bringt mir jetzt nichts. Oh mein Gott! Ja! Ne? Du bist ja ein Schatz! MVP und noch eins! Ja, das ist eine Bombe. Das ist egal. Das war die Monster-Gamble, ja. Alter, das war auf jeden Fall der Gamble. Holy shit, ey. Ich würde mal interessieren, wenn man den, wenn der Cooldown ansteigt, nicht Cooldown, sondern die Dauer ansteigt, ob damit meine Explosion größer wird. Das würde mich mal immer noch interessieren. So die ganze Map gesprengt. Ja, ich wollte sagen, ich würde gerne die ganze Map würde ich gerne nuken. Da hätte ich Bock drauf. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf sehen. Das würde ich fühlen. Mhm, ich auch. Wow. Oh. Ja, ne? Kein mithalten. Oh, warte. Ah, schade, ich habe meine Bombe nicht ab. Oh, das wäre bestimmt lustig, wenn auf einmal so 50 Projektile auf einmal da oben fliegen, weil ich so viele Gegner auf einmal kille. So kurz vorm Boss. Knaller gezündet und alles explodiert. Ja. Und dann fliegen erstmal so 20 Homing-Missiles in die Fresse von ihm. Das sehe ich uns. Ich hätte nichts dagegen. Ich hätte ja, ich weiß. Nichts dagegen. Ja, da hat gerade gar nichts getriggert, ey. Belastend. Batz, batz. Steht ja nicht dabei on kill, aber nur mit Waffe. Das wäre natürlich dann... Ja, nee, das hat ja gerade eben schon funktioniert, also ist nicht, aber... Maximum Health und Armor oder Armor und Speed? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, muss ich ja mal ganz offen gestehen. Oh lol, man kann da reinspringen. Das ist ja witzig. Das wollte ich eigentlich machen. Mart? Okay, es leckt bei mir gerade ein bisschen hart. Du wählst bei mir nur noch aus. Du bist rechts, gell? Ja, aber das Problem ist, dass bei mir Tasten gerade nicht funktionieren. Okay, vielleicht fixt es sich ja. Nee, warte mal. Hä? Was ist jetzt passiert? Du hast gerollt. Oh mein Gott. Ja, geil. Ich kann aber auch nicht bestätigen. Ich kann es nicht nehmen. Ich hab's auf dich genommen. Okay, ja. Das war ja merkwürdig. Interessant auf jeden Fall. Schade, ey, die anderen zwei wären viel besser gewesen. Ja, das ist true. Aber es ist halt, was es ist. Ja, da war gerade irgendwas da. Da war gerade irgendwas auf jeden Fall ein bisschen buggy. Ja. Sind die Knaller auf Platz? Zusammenpulen und dann explodieren. Ja, das kann. Also ich glaube, die Bombe wird uns in Stage 3, sollten wir so weit kommen, wird die uns gute Dienste leisten. Wäre schön, wenn wir so weit kommen würden. Ich brauche Gold. Ich könnte mal ein bisschen mehr Heal brauchen, ey. Hast du überhaupt irgendeinen Heal? Nur den Passiv-Heal. Den 2 alle 10 Sekunden oder wie viel haben wir? Nee, 1 hast du nur. Also, sorry. Not even dead! Not even dead. So, das da. Lightning auf 2, ey. Das wird was. Ja, ne, ist jetzt halt, aber sind halt auch nur 50 Damage alle 4 Sekunden, ne? Und ich glaube, das auch. Targets, oder nicht? Ja, aber beim Bossen zählt's ja nur einfach. Also du triffst ja trotzdem nur einen Boss. Aber nicht mit 4 Blitzen. Ach so, nein. Nicht, dass ich wüsste. Also es wäre mir zumindest so nicht aufgefallen, wo ich das schon mal hatte. Deswegen, das ist hierzu zum Clearen von Mons, also von den Horden hier, ist es ganz okay. Aber für Bosskämpfe ist es halt nicht so nice. Aber naja, es ist halt, was es ist. Besser wie nix. Ja, man nimmt bekanntermaßen, wie gesagt, man nimmt ja, was man kriegt. Also könnte man jetzt durchaus drüber nachdenken, so häufig wie ich meine Ability feuere. Das ist jetzt schwierig. Ja, extra Shot. What? Extra Shot ist einfach krasser. Das ist schon über 50%. Was? Extra Shot. Ja, aber der Punkt ist ja, dass jeder Extra Shot halt richtig reinklatscht. Ich meine, ob ich jetzt Crit habe oder den Extra Shot Trigger. Der Extra Shot ist ja dann so gesehen, bringt ja dasselbe. Ja. Und dann können mehr Projektile kritten nach hinten raus. Ja, aber ich bin der Meinung, wenn man schon 50% hat, lohnt es sich erst, wenn man wieder auf 100 kommt. Die ganzen Zwischenstufen sind doch fast egal, oder? Wenn man jetzt wieder auf 100 kommt, ich bin Mart und ich bin der Meinung, dass das so ist.
Der Punkt ist, ich kann dir nicht mal sagen, was besser ist. Aber mein Gefühl sagt mir, Attack Speed um Projektile ist. Bomb die weg. Hab ich nicht. Ist gerade auf Cooldown. Jede Sekunde. Ups. Einfach noch ein bisschen mehr Damage da drauf, damit wir in Stage 3-4 dann aber auf hier. Cooldown Rate. Okay, wir gehen runter von 13,6 auf 12. Okay, also ich würde schon gern unter 10 kommen. Oh, unter 10, Schatz. Unter 10 fände ich geil. Wäre ich schon ein bisschen geil drauf. Ganz kleines bisschen, ich da dann harte Nippel fühle. Oh mein Gott, ich hab Schaden gefressen. Hör auf damit! Ich mach das nicht mit Absicht für den Fall, dass du das deckst. Das ist halt mit der Schrotfinder, war halt auch so ein bisschen so eine Sache. Und die Laser machen es auch einem nicht gerade leicht. Das stimmt. Ja, genau. Und da fresse ich direkt zwei Laser-Ticks. Viecher, ey. Puh. Ja, da gib mal Onnit. Onnit, ja. Ich hab halt echt nicht viel AP für die Schlange gleich, ne? Ich hab leider keine Barrier. Falschen Charakter dabei. Das war ja schon, also wie gesagt, dass ich halt auch geil keine Healing Augments kriege, triggert mich. Ich krieg ja nicht mal das Restore Upgrade. Ja, wirklich gar nichts. Das Spiel denkst du die ganze Zeit einfach so, ne, der soll nichts kriegen, der Arsch. Gönn Mart kein Geld. Dieser Dreckslaser. Kündigt sich doch aber eine Stunde vorher an. Bin tot. Was? Ah! Och, Junge! Bin genau in dem Moment jetzt gestorben. Oh. Also, ne? Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Mhm. Da kriegt erstmal direkt den Biss in die Fresse. Alter, der Auto-Aim schon wieder, ne? Ich krieg den nicht aus! Sonst drück mal Start und geh in die Configs. Dann kannst du dir das angucken, auf welcher Taste der ist. Egal. Egal, sagt er. Ja, wobei, ich glaube, es wäre schon besser nicht, ohne. Du bist nicht der Wendler.